da ist Sturge. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Das ist richtig. Klar. Da kümmere ich mich jetzt. Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Klar, ich bin noch nett, Sturge, das weißt du doch. Die Sache ist nur die, was, wie, wo verteidigen wir. Weil, wo wäre es taktisch, was aufzubauen? Ja, eigentlich da vorne an der Brücke. Und eigentlich hier bei den Betten. Auf jeden Fall hier. Weil hier ist sozusagen ja ihr Hauptraum. Und auch beim Feld. Und ich denke mal, dass ich das jetzt einfach mal alles abreißen werde, also verwerten werde. Weil der nervt das ja auch schon mal nicht. Kann man das hier abbauen? Ne. Okay. Also nur in dem grünen Bereich. Wusste ich ja, aber trotzdem. Machst du gut. Schutz. Was gibt's denn hier alles so Schönes zum Schutz? Ein Wachposten, ein Geschützturm und eine Falle. Also einmal würde ich sagen, ein Wachposten. Okay, bringt also sozusagen beides. Ich wollte ihn sogar schon fast so hier so in die Straße bauen. Falls sie die Straße entlang gehen. Das war schön. So. Kann man hier mich noch gut vorbeigehen. Ein. Und auf jeden Fall noch ein Geschützturm. Was gibt's denn so Schönes? MG-Geschützturm. Schweres MG-Geschützturm. Scheinwerfer. Wozu das? Brauchen wir, weil der Strom. Also, ein Geschützturm kann man doch eigentlich hier aufbauen, oder? Ist das nicht eigentlich voll schlau, wenn man den hier so raufbauen würde, wenn das gehen würde? Für mich wäre das jetzt auf jeden Fall schlau gewesen. Aber anscheinend geht das doch nicht. Was würde ich denn beim Essen machen und bei unserem Haus? Auf jeden Fall. Und zwar schön hier. So ein bisschen, am besten, dass ein bisschen Deckung ist. Am liebsten würde ich es hier reinmachen. Aber er muss ja auch andere Leute abschießen können und darf auch nicht wieder zu der Deckung sein. Ich würde schon sagen, dass einer hier hinkommt und der andere baue ich trotzdem nochmal dahin. So besser. Ich will halt wirklich nicht riskieren, dass wir hier nachher noch überfallen werden. Das wird wahrscheinlich so oder so früher oder später passieren, aber umso später es passiert, umso besser, denke ich mal. Am besten so, dann könnte er von links angreifen und von rechts. Er dreht sich ja. Ich habe schon öfters mal gegen so einen Teil gekämpft. So. Also, was sagst du dazu, Sturge? Dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja. Ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Klar, ich helfe gerne. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Oh, ich find Sturge gerade richtig sympathisch. Ich will nur ein bisschen handeln. Aua. Lass mal warten. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich finde ihn richtig, richtig sympathisch. Der hat noch bestimmt noch irgendeine Waffe, die irgendwie 38. Ja, die hier, die brauchen wir nicht. Komm, geben wir ihn einfach seine Pistole wieder. Bitte sehr. Hast du auch Viele eine Pistole? Viele Leute können Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Das ist sehr cool. Und wenn jetzt jemand kommt, könnte man natürlich vor allem hier unser Sniper hier schön stehen und schön. Ja. Und der hier rattert so schön drumherum. Ist doch gut. Was haben wir sonst noch so? Karte, Daten, Aufgaben. Bring Jet zu Mama Murphy. Ja, irgendwann werden wir schon mal Jet finden, aber bis dahin brauche ich das erstmal nicht. Das wird wahrscheinlich auch der Main Quest sein. Weil wir ja wissen wollen, wo unser Kind ist. Begib dich nach Diamond City und zur Oberland Station. Und das nach Oberland Station und zu Diamond City, wenn ich mal gucke auf der Karte, war doch alles ungefähr gleich. Ist auch so. Ansonsten könnten wir ja
einmal quer hier durchgehen. Obwohl, ich glaube, ich würde mich einmal hierher tippen. So, genau daher, genau. Und dann, ups, dann hier runtergehen über die Brauerei. Aber vorher hole ich mir hier noch einmal die Rüstung, ja. Dann einmal nochmal schnell reisen. Dauert leider mal ein bisschen länger. Ja, ja. Wichtig ist Jet. Dazu braucht man aber Dünger. Ist ein bisschen doof. Und wir sind ein Level abgekommen. Habe ich vergessen. Und konnte man es nicht. Ah, genau so konnte man es machen. Das fand ich voll cool. Gut. Kann auch mal sein, dass auf einmal einfach mal der Ladebildschirm hängen bleibt. Und nie. Wohin haben wir denn unser Hund geschickt? Das will ich. Okay. Das will ich aber trotzdem wissen. Ich V drücke. V gedrückt halten geht hier nicht, ne? Ne, wäre auch komisch. Hört sich irgendwie. Hä? Warum sieht denn gerade alles so komisch aus? Okay. Und einmal rein. Oh, kann man sich. Oh, das wäre. Oh, schade, das buckelt nicht. Das wäre ja echt geil. Wenn man sich da irgendwie noch raussetzen könnte oder so. Und irgendwie hat sich gerade total doll die Auflösung geändert, wie man sieht. Das finde ich nicht so toll. Gar nicht toll. Also nochmal Anzeige. Ich mache einfach. Entschuldigung jetzt gerade dafür. Ich mach's kurz mal so, weil ich kurz. Nein! Ich hätte es nicht so machen dürfen. Ich mach's so, meine ich. Nö, klappt auch nicht. Das ist nicht so geil. Das ist gar nicht geil. Und so werde ich aber nicht weiterspielen. So werde ich ja nicht weiterspielen können. Oh, man sieht das ja. Sieht man das bei euch auch? Klar, müsste man ja eine Aufnahme auch sehen. Ja, ja, ich bin echt der Beste. Anzeige. Okay. Dann halt. Man kann echt nicht die Grafik umstellen. Das ist ja echt komisch. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo man nicht die Grafik umstellen kann. Nur beim Start ist echt so. War damals aber bei Skyrim auch so. Krass. Und Dialoguntertitel mache ich mal ein. Da könnt ihr das auch mal lesen. Ich glaube, das ist auch mal besser, wenn man sich vielleicht gerade auf irgendwas Besonderes konzentriert. So. Was passiert jetzt? Jetzt ist wieder alles richtig. Also habe ich es doch gut gemacht. Bin ein Zauberer. Ja. Ich wollte mir jetzt eigentlich meine Rüstung abholen. Und hier ist auch das Museum. Ansonsten würde ich jetzt einfach in die Rüstung reingehen. So. Einfach so. Okay, man kann es anscheinend auch einfach so machen. Okay. Kann man, das wenn man. Sollte passen. Geil. Kann man, wenn man hier drin ist, vielleicht seine Kleidung hier, die Dingens anziehen? Ja. Kann man das? Ja, kann man. Ist ja schon alles im roten Bereich und unser Kern ist auch fast weg. Schade eigentlich. Und, nur dass ihr euch gerade nicht wundert, meine Katze ist gerade auf mein Keyboard gelaufen. Irgendwie macht es mir gerade Angst. Aber gut. Kuckuck. Ja, man sieht, ich bin gerade professionell bei der Sache. Ist da drin noch irgendwas? Ich glaube eher nicht. Ich mache jetzt Schnellreise mit dem Teil. Nach Sanctuary. Ja. Tattoos. Oh, das sieht ja. Der Mensch, der sieht ja echt sehr. Sehr stark aus, als ob es ihm gar nicht wehtun würde. Was machen die denn da? Alter. Achso, da kriegen wir einen plastischen Chirurgen. Eine einzigartige Gesichtstattoo. Und da sind wir auch wieder. Und hier können wir jetzt unsere Power-Rüstung hinstellen. War doch so. Sobald ich weiß.
Hey, wieso geht denn das nicht? Power-Rüstungsstation. Dann steige ich hier kurz mal aus. Und E? Wie ging das? Hä, wie konnte ich nochmal aussteigen? Ich dachte, das wäre E. Klar war. Hä? What the fuck? Man kann so einfach die ganze Zeit mit dieser komischen Rüstung rumrennen. Aber ich will lieber meinen Kern aufheben. Ups. Okay. So auch nicht, so auch nicht. Genau. Geil. Geil, genau das wollte ich auch. Okay. Schön, haben wir nochmal ein Stück kaputt gemacht mit unserer Rüstung. Ich bin heute echt gut am Werkeln, muss man schon sagen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich hier rauskomme. Nein, E gedrückt halten. Ja, das habe ich. Ich habe die ganze Zeit immer nur E gedrückt. Also, alles so. Und das mache ich alles. Herstellen. Okay. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Erster Reparatur, denn reparieren wir den mal. Ja. Ausrüsten, 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 ausrüsten. Gesundheit, der ganz wenig. Reparieren wir den. Also bräuchte man mehr Stahl. Und wir haben ja eigentlich genug Stahl. Aber er ist jetzt auch erstmal voll repariert. Also, den werde ich auch erstmal hier lassen. Weil der braucht anscheinend auch ein bisschen mehr. Was besprecht ihr hier so? Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Ja. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ich habe es gesehen. Okay, das ist sehr gut. Jetzt muss ich allerdings sagen, dass ich glaube, wir die allgemeinen Untertitel ausmachen können. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, weil ich glaube, das nervt dann auf Dauer, wenn dann auf einmal die Leute, die 15 Meter neben mir stehen, irgendwie miteinander kommunizieren. Ja. Und da kommt er. Ich will trotzdem noch wissen, ist vielleicht ist er jetzt unser Hund. Ich habe immer noch keinen Glauben daran. Aber wer weiß, werden wir Glück haben. Hm? Nee, ist er nicht. Mann, wo ist unser Hund? So, jetzt nochmal auf die Karte. Ich werde mich zum Museum der Freiheit. Ne, nach Lexington konnte ich ja, genau. Bis hierhin konnte ich also. Also ja, gehe ich hier hin. Und die Wets gibt es auch noch. Daran muss ich mich noch dran gewöhnen. Öfters mal cool zu drücken. Für diese Zeitlupenaufnahmen. Und harmonische Musik kommt in den Ladebildschirm. Diese Figur haben wir sogar schon einmal gefunden. Ja, von Voltec signiert. Die unser Kind gestohlen haben und unsere Frau getötet haben. Okay. Da ist unsere Waffe. Da ist doch unser Auto. Schade. Das wäre echt cool, wenn es unser Auto wäre. Aber ist es ja leider nicht. Red Rocket. Ist vielleicht bei diesem Red Rocket unser Hund? Nein, na, schade. Ich will meinen Hund wir haben. Rüstungswerk. Ist ja cool, man kann da Mods und alles dran machen. Ist ja richtig geil. Warte mal, modifizieren, was kann man denn da alles machen? Boah, die bringen. Teils bringen ja die Sachen richtig viel. Ist ja krass. Das ist ja richtig krass. So. Wir sind ein Level up. Und am besten der Baumeister. Aber die können wir anscheinend alle nicht. Die können wir echt alles noch nicht. Wann schaltet man die denn frei, Baumeister und so? Was Intelligenz? Nein. Also ich würde sagen, Beweglichkeit bräuchten wir eigentlich. Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja. Schleichen funktioniert ja letztens leider auch nicht so gut, wie ich es gehofft hatte. Das funktioniert ja gar nicht gut. So, wir machen uns erstmal auf den Weg zur Brauerei. So, zack. Und generell können wir einfach mal den Quest hier so annehmen. Oh, was zur Hölle? Warte. Warte. Öffne das Feuer. Okay.
schieß einfach nochmal. Komm, schieß da zweimal auf. Okay, kann anscheinend nicht. Dann einfach. Oh, ich hätte noch einen kritischen Treffer machen können. Hä, ich dachte, wir hätten die Waffe gut geupgradet. Ey. Boah, Alter, Präzision ist ja echt nicht so Hammer. Kommt und. Boah, Alter, wie der hier so rumfliegt, ey. Der ist ja ganz krasser Boy. Der bekommt ja am Fly seine ganz neue. Boah. Ey, wie ich die Teile jetzt schon hasse. Vor allem die geringe Radioaktivität. So. So, erstmal zack. Konnte ich anscheinend keinen kritischen Treffer ausholen. Scheiße, los. Komm jetzt zu die. Ja, komm. Okay, mein Arm wurde verkrüppelt. Das ist nicht gut. Oh, unbedingt noch mehr Red Away. Unbedingt mehr. Unbedingt mehr Red Away. Und da sind wir tot.